Herzlich willkommen bei Kreativ und Verspielt. Guck mal, ich habe Bücher gelesen. Ich habe ja letztes Mal gezeigt, wie ich mein neues Buch geholt habe. Und zwar das hier, das letzte Buch dieser Reihe von Brent Weeks, die Lichtsaga, die eigentlich die Lichttrilogie ursprünglich mal hieß. Aber mittlerweile sind es im Deutschen 7 Bücher, im Englischen sind es 5 im Original und... Sollen wir dich mal entlasten? Ja, bitte entlaste mich, damit ich meine schweren Moderationskarten aufheben kann. Dann nehme ich dir das mal ab. Dankeschön. Also, an der Zahl sind es jetzt 7 im Deutschen, gell? Ja. Das im Englischen sind es? 5, habe ich schon gesagt. Ach so, 5, habe ich nicht gehört, es war so schwer. Sie hört immer gut zu. So. Fast so gut wie ich. Ich höre besser zu. Genau. Angefangen hat es alles 2011. Ich habe mich irgendwie schlau gemacht. Ich will die so unten rausnehmen. So. Okay, das macht mir nicht so einfach. Okay, gut. 2011 hat alles angefangen mit Schwarzes Prisma. Das Buch, das mir gefallen hat. Nee, das war das erste Buch der Serie. Da wird so ein bisschen die Charaktere erklärt. Die kommen das erste Mal vor. Ich habe dir einen Hahn gezogen, gell? Ja. War versehen. Und nein, du hast den Stift am Zahn. Red einfach weiter. Ja. Ich tue einfach so, als ich ein Englisch. Du lässt das, genau, das ist das Schwarze Prisma. Und in den Büchern geht es darum, das sind Fantasy-Bücher. Und da gibt es halt Magie in der Welt. Und die Magie ist aber lichtbasiert. Das fand ich sehr interessant, weil das war mal so was anderes. So nicht einfach Zauberstab, Gandalf, der Harry. Harry hat den Zauberstab. Ja, Gandalf auch, oder? Gandalf hat den Zauberstock. Ja, das wird sehr langsam. Genau, und die Magie ist lichtbasiert. Also je nachdem, welche Farbe, aus welchem Spektrum, zum Beispiel jetzt gelb oder grün oder blau, also die ganzen Farben, die gibt es. Insgesamt gibt es 9 verschiedene Magieformen von den Farben. Das ist gelb. Gelb kann man so Schwerter machen und das können die so ganz fest machen und können so. Also die nehmen praktisch das Licht auf von der Sonne und filtern das dann. Dazu haben die dann meistens so Brillen an. Oder die gucken auf irgendwas Gelbes, so Laub oder sowas Gelbliches und können dann davon ihre gelbe Farbe aufsammeln und dann können die so Sachen machen. Und mit Gelb machen die so Geschosse und sowas oder so flüssiges Zeug. Dann aus Grün ist so ein bisschen flexibel. Und da machen die aber auch so, der eine macht sich dann auch eine Rüstung daraus. Also es ist, irgendwie kann man aus vielem fast alles bauen. Also aus Blau machen die nämlich auch Schwerter. Blau ist so hart und Rot ist Feuer. Infrarot gibt es noch, das kann nicht jeder sehen. Das ist auch Hitze. Dann Ultraviolett ist ja auch so unsichtbar. Also so wird es da halt beschrieben. Und Ultraviolett wird benutzt, um so meist verschlüsselte Botschaften oder so zu überbringen. Weil das nur die anderen Ultraviolettwandler sehen können, weil die Magier praktisch, die das Licht umwandeln in so eine feste Form, mit der sie dann ein Schwert machen oder ein Geschoss herbeizaubern, der sie dann abfeuern, die werden Wandler genannt. Also sind jetzt keine Magier in dem Sinne. Das sind Wandler. Aber es ist jetzt nicht so, dass das, du hast zwar gesagt Feuer, aber es hat jetzt nichts mit den Elementen zu tun. Zum Beispiel, dass du jetzt Braun hast also für Wasser Erde macht oder Wasser und Blau. Und so. Nee, so, stimmt, meistens ist ja Zaubern so klassisch, die Elemente. Ja, genau. Und da ist es aber... Nee. Wie Feuer? Macht das dann ein Blinder? Ja, Blinde können nicht wandeln. Ja, aber stell dir mal vor, du bist ein Wandler und bist blind. Ja, du bist kein Wandler. Außer doch, es gibt noch 2 extra Farben. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Ich höre sie, wenn ich erkenne das. Orange gibt es noch. Hast du nicht gesagt gehabt, ja. Orange. Und die haben auch immer so eine Eigenschaft. Also das ist dann schon wieder zu komplex. Das wird alles in den Büchern erklärt. Die Eigenschaften sind, kann ich ganz kurz, die Orangenen, die können gut lügen. Das sind so die Orangewandler, die können so Sinnestäuschungen machen. Orange kann so Täuschungen erschaffen. Mhm. Deshalb ist Orange so ein bisschen verrucht und gilt so ein bisschen als böse Zauber, weil die können auch wie so eine Art Angstzauber dann damit machen, weißt du, dass die Leute so beeinflussen können. Deshalb haben die Leute immer Angst vor Orangewandlern. Blaue sind so ganz genau, die machen alles, die führen ein Bullet Journal und sie wissen alles. Grün ist die Wildheit, die Grünen sind wild. Wobei, da passt es wieder, weil wild, also grün, ja, grün, Wald, so, also so ein bisschen. Rot passt eigentlich auch, rot ist natürlich Zorn,
sind wütend, die Roten. Über Infrarot wird jetzt gar nicht so viel gemacht, glaube ich. Also von dem Wesen her zumindest. Weil das heißt auch immer, wenn man sich dann füllt mit der Farbe und wandelt viel, dann wird man auch langsam immer mehr so, wie die Farbe halt ist. Die Blauen, die werden immer genauer, die Roten werden immer zorniger. Und der Halo füllt sich, also dieser Ring um die Iris, wenn die viel wandeln, kriegen die dann so einen farbigen Ring. Da erkennt man auch, dass sie Wandler sind. Aber das sind jetzt keine Spoiler, oder? Nee. Okay, gut. Das ist keine, weil das sind nur so Grundregeln da in der Welt vom Zaubern. Weil irgendwann haben die sich wie so eine Kerze ausgebrannt. Also weil irgendwann ist der Halo voll, das ganze, die ganze Iris, und dann läuft es aus in das Weiße rein. Und dann werden die so verrückt, dann ist die Farbe, die nimmt dann Überhand und dann... Ja, komm her, Herr Kart. Apropos Welt, hier ist auch in jedem Buch ist die Weltkarte drin, aber immer andersfarbig, habe ich gesehen. Ja, jedes Buch hat die Weltkarte vorne drin. Aber hinten ist auch eine, oder? Nee, hinten ist keine. Doch, manchmal, natürlich. Doch, hinten ist auch eine. Ist das dieselbe? Ja, ja, ist eigentlich dieselbe. Also ja. Ist es einmal die Karte. Verändert drin. Sich dann teilweise ein bisschen, aber das meiste ist, glaube ich, im ersten Buch schon drin. Warte, mal, machen wir das erste. Ich mache mal das siebte. Ich glaube, die hat sich gar nicht so groß verändert, oder? Höchstens das vielleicht so ein paar Städte. Grünhafen, Rattosch. Ja, das ist genau dasselbe. Ja, also die Welt hatte er ziemlich früh scheinbar gehabt. Und er hat halt ein bisschen lange gebraucht zum Schreiben. Wobei, ich weiß nicht, wie lange Leute brauchen zum Schreiben. Das dauert, glaube ich, schon. Das waren jetzt insgesamt 9 Jahre. Also, nee, nicht ganz 8 Jahre. 2008, 2019 kam das letzte, glaube ich, in Amerika raus. Als ein amerikanischer Autor. Und in Deutschland kam das erste 2011 raus und das letzte, das hier, das kam jetzt letztes Jahr raus, im November, ich glaube so am 15. oder so. Weiß nicht mehr genau, kosten alle, also das hat 16 Euro gekostet. Ich glaube, irgendeins habe ich mir auch mal gebraucht gekauft. Du hast es genau auf meine Karten bestellt, natürlich. Ja, das war schlau, gell? Ja, das war äußerst schlau. Aber ich weiß noch eine ganz genaue Frage, das hat ja Benni schon so ein bisschen was erklärt gehabt, weil ich habe jetzt hier meine Karten, aber auch so einen Zettel. Und zwar, fasse die komplette Geschichte von diesen 7 Büchern in einem Satz zusammen. In einem Satz? Das machen die ja immer, wenn die sich irgendwie bei einem Verlag bewerben. Ach ja, da bereiten die sich auch vor drauf. Die ganze Geschichte in einem Satz. Wir können ja mal ein Beispiel machen. Dass, die hatten immer ein Beispiel hier mit Harry Potter. Gell? Zauberlehrling kämpft gegen irgendwas anderes. Ja, oder? War gegen das Böse. Ja, gegen das Böse. Das war die Einsatzzusammenfassung für alle Harry Potter-Teile. Ja, das ist da auch so. Es ist halt kein Zauberlehrling, aber es gibt verschiedene Charaktere. Also da sind verschiedene Charaktere jetzt dabei. Und ein jüngerer, der dann auch ein bisschen lernt. Also Harry ist dabei, Gandalf ist dabei. Du weißt schon, dass Gandalf Herr der Ringe ist, oder? Ja, der macht auch bei Dings mit. Der macht auch bei Potter. Ja, aber erst später. Dumbledore. Dumbledore ist doch Gandalf. Ja, also es geht darum, dass die mit ihren Zauberkräften die Welt praktisch retten. Die Welt oder die Welt und ihre Werte darin verteidigen und verbessern wollen. Und die Zauberkräfte sind halt auf Licht basierend. Und aber dazu reisen sie halt um die Welt. Es gibt einen Krieg und ja, also typische Fantasy, wie sie meistens so ist, sag ich mal. Aber es ist sehr gut geschrieben. Es hat mir sehr gefallen, dass es so spannend ist. Also es ist so eins von den Büchern, die will man ja nicht mehr weglegen, wenn man so dran liest. Also ich zumindest nicht. Ich habe die wirklich sehr... Warte mal, und haben wir das letzte geholt? Das ist 4 Wochen her. Ich habe relativ lang jetzt fürs letzte gebraucht. Ich könnte mein Bullet Journal gucken, was gut. Ich habe mir aber auch einfach Zeit gelassen dafür. Also habt ihr an dem einen Video gesehen, was war? Das Video haben wir, glaube ich, ein paar Tage später online gestellt, gell, nachdem wir es gekauft hatten. Nee, direkt an dem Tag. War direkt an dem Tag? Es war an dem Dienstag. Soll ich nachgucken? Ich glaube, vor 2 Wochen. Ich glaube, 2 Wochen ist es nur her. Zwei oder drei Wochen waren es. Also ich glaube, es waren 3. Wir machen euch das Ding mal hier oben rein. Ich habe es auch schon mal geschafft, 1 in der Woche zu lesen. Diesmal habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen, weil, wie gesagt, ich lese die jetzt seit 2011 immer wieder. Habe das ja auch jetzt nicht direkt gekauft, sogar beim Release. Also habe es später gekauft, aber das seht ihr auch im Video
hier oben. Ja, genau. So, dann habe ich natürlich Genre, also du hast gesagt Fantasy, aber es ist ja eigentlich auch High Fantasy. Das ist High Fantasy, ja. Die dicken Bücher, das sind ja alles solche Wälze hier, die werden immer High Fantasy genannt. Hier ist jetzt nochmal ein Lesezeichen drin, weil ich das hinten im Anhang drin habe. Kann euch schon mal, soll ich schon mal kurz über Luxin, kann man das? Alles? Nee, nur so ein Teil. Das Interessante ist auch, dass das Wissenswerte ist im letzten Buch. Ja, im letzten Buch steht jetzt endlich mal eine Zusammenfassung drin. Aber ich habe es erste schon dreimal gelesen, deshalb weiß ich mittlerweile, wie das funktioniert mit dem Luxin. Das Luxin ist nämlich dieser feste Stoff, den die wandeln aus dem Licht. Ich lese euch einfach nur mal den ersten Absatz vor. Die Grundlage der Chromaturgie ist Licht. Menschen, die sich der Magie bedienen, werden Wandler genannt. Ein Wandler ist in der Lage, eine Farbe des Lichtspektrums in eine stoffliche Substanz zu verwandeln. Das Luxin jeder Farbe hat seine speziellen Eigenschaften, aber den Verwendungen, die man von den derart gewonnenen Bausteinen machen kann, sind genauso wenig Grenzen gesetzt wie der Vorstellungskraft und der Begabung des entsprechenden Wandlers. Also man kann theoretisch mit einer Farbe fast alles machen, weil die machen sich dann diverse Rüstungen. Der eine macht sich aus Gelb eine Rüstung, aber Gelb kann nicht jeder wandeln, weil perfektes Gelb ist wohl das härteste, unzerstörbare Material, das es gibt in dieser ganzen Trilogie, hätte ich jetzt fast gesagt. Also was ist es denn? Chromaturgie wird auch diese Lehre genannt von dem Licht da, weil am Anfang ist mir das Wort Chromaturgie gefallen. Deshalb auch die Chromeria ist das Gebiet des Hogwarts, von denen praktisch in der Chromeria, da treffen sich die jungen Wandler und haben wie so eine Schule und kriegen da alles beigebracht. Das ist da so eine hohe Akademie, wo halt die ganzen großen Wandler versammelt sind. Da werden sie in der Chromaturgie unterrichtet. Und ja, dann wie gesagt, der eine macht aus Blau Schwerte, weil Blau doch eher hart und für den Brückenbau benutzt wird. Aber perfektes Gelb, wer das wandeln kann, also genau in diesem perfekten Ton, dann ist es ganz hart und unzerstörbar. Und da könnten auch Gebäude draus machen, was sie in der Vorzeit da auch gemacht haben. Also es ist sehr abgefahren. Aber wenn man so drin ist, dann versteht man es. Wem würdest du diese Buchreihe empfehlen? Also ich zum Beispiel, ich habe ja nicht viel gelesen, ich habe nur Harry Potter gelesen so ein bisschen und Twilight, was eigentlich verschwendete Zeit war. Ich habe aber mittendrin immer aufgehört. Also für mich wäre das praktisch eigentlich nichts. Ja, weil ich sag jetzt also mal, ich fände es cool, wenn es jeder gelesen hätte, damit ich ja darüber unterhalten kann mit den Leuten. Aber du wirst es wahrscheinlich nicht lesen, weil du ja, ich weiß nicht, also wer der Herr der Ringe gelesen hat, dem wird es, denke ich mal, gefallen. Herr der Ringe fand ich persönlich, könnte noch ein bisschen mehr abgehen. Also da sind die Filme halt sehr gut. Die Bücher sind, aber die sind halt der Ursprung von allem. Die sind halt ein bisschen in die Jahre gekommen, sag ich mal. Mittlerweile ist viel mehr Action in diesen Fantasy-Büchern. Es geht krasser ab und das ist in dem Buch auch gerade so, da geht es richtig zur Sache. Also da wird gekämpft, da fliegt ja auch mal der eine oder andere Arm und so. Also da geht es schon richtig rund. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Und aber wer Herr der Ringe gemocht hat, der mag das, denke ich mal, auch. Könnte ich mir vorstellen. Ist es leicht, in die Welt reinzukommen? Heißt also, das heißt jetzt nicht, ob es greifbar ist, sondern ist es leicht verständlich? Also ist es leicht verständlich, was hinter diesem Farbluxin-Magie-Zeug steht? Es geht. Oder ist also das da schon? Das Buch hat mich gleich gefesselt, muss ich sagen. So sehr schnell nach den ersten paar Absätzen war ich drin und wollte unbedingt weiterlesen. Das mit dem Luxin habe ich erstmal nicht ganz so verstanden. Ich glaube, es liegt aber auch an der anfänglichen Erzählperspektive, dadurch, dass der Charakter, der am Anfang die ganze Zeit beschrieben wird, der hat ja selber keine Erfahrung, also der ist noch kein Wandler. Ach so. Der muss da erst reinwachsen. Und ich glaube, deshalb fehlt einem einfach die Vorstellungskraft. Der sieht es dann mal so kurz bei welchen und denkt sich, boah, krass. Und dann habe ich auch so überlegt, ja, wie geht denn das? Und dann wächst der aber da rein so mit der Zeit. Und dann versteht man es auch. Also ich denke, man versteht es schon. Es dauert halt ein bisschen. Es ist halt auch teilweise langwierig. Wo ich fand, wo die ganze Reihe so einen kleinen Knick gemacht hat, war im 6. Buch. Aber ich glaube, da liegt es wirklich daran, dass die im Deutschen 2 Bücher draus gemacht haben. Weil im Englischen war es nur ein Buch und gerade das letzte jetzt, das ist wieder richtig genial. Also die ganzen Stränge zusammenlaufen, diverse Wendungen gibt es da, wo man gedacht hat, was?
kann das sein. Also da geht es halt nochmal richtig, da wird alles ziemlich aufgeschlüsselt und es gibt halt nur ein paar krasse Wendungen und so. Und im sechsten Buch war das viel so Gelaber, Politikmäßiges, was so alles zu dem Finale natürlich hinspielt und auch wichtig ist fürs Finale. Aber es kam mir ein bisschen aufgeblasen vor. Und das liegt, also ich gehe davon aus, dass ein Großteil daran liegt, dass die im Deutschen halt zwei Bücher draus gemacht haben. Weil im Englischen sind es fünf und die haben, glaube ich, den vierten oder fünften Teil in zwei aufgespalten. Nee, den, ich weiß nicht, ob sie den vierten oder den dritten Teil in zwei aufgeteilt haben. Und dann halt noch dicken. Und dann halt nochmal den letzten. Ja gut, nicht also mit wahrscheinlich dicken, im Englisch den dicksten. Haben ja dann noch mehr Teile. Also der erste ist zum Beispiel auch... Das ist der dickste, glaube ich. Der, fast der dickste. Und der hat auch, glaube ich, bald 900 Seiten. Nee, 800. Ja, der erste hat 796 Seiten. Und dann, ich glaube, der letzte ist dicker, ja. Ach so, ja, dann zwischendurch war auch mal eine dicke irgendwo. Also der letzte hatte nämlich über 800 gehabt. Ja, da ist aber nur 835. Danksagung dabei. Ja, Danksagung ist auch noch dabei, aber da ist sogar noch mal so ein kleines Extra-Kapitel ganz am Ende, das auch noch mal sehr cool war. Also da hat er noch mal sowas mitgegeben nach der Danksagung. Das fand ich auch krass. Aber es war halt auch jetzt eine lange Zeit. Er hat immer gewartet und ich habe mir gehofft, wie es weitergeht, weil die hören halt auch immer sehr spannend auf. Halt. Klar hat jedes Buch so seinen Höhepunkt am Ende, aber es muss ja weitergehen und die Geschichte ist ja noch nicht auserzählt. Und die ist am Ende dann wirklich sehr cool auserzählt. Also hat mir sehr gefallen das Ende. Deshalb, also wenn ihr es bis zum 6. geschafft habt, dann müsst ihr auf jeden Fall den 7. auch lesen. Weil ich weiß, der 6. der zieht sich ein bisschen... Aber der 7. ist es einfach wert. Deshalb. Aber den 6. überspringen ist natürlich auch. Also, das ich glaube nur, dass man überspringen kann. Da sind schon viele. Das erinnert mich da so ein bisschen. Da fallen mir nämlich die zwei Farben ein. Im 6. wird die Farbe Chi erwähnt. Chi ist irgend so eine komische Farbe, die so fast unsichtbar ist. Mit der die eine Frau so komische... bewegt irgendwie so auch so Schaltungen, so ähnlich wie mit dem Ultraviolett. Mit dem Ultraviolett werden auch manchmal so unsichtbare Schalter praktisch gemacht, dass er Ultraviolett macht und dann zack geht's Licht an oder so. Macht er das irgendwo rein und schließt so eine Verbindung damit. Und Chi ist auch irgendwie sowas, aber Chi war so ein bisschen eine komische Farbe. Ich nicht so ganz. Ich könnte mir jetzt natürlich die ganzen Luxin-Zusammenfassungen durchlesen. Hinten. Wäre wahrscheinlich gar nicht verkehrt gewesen, das ist ein Fazit. Das könnt ihr dann machen. Ja, genau. Und Parül gibt es noch. Parül ist auch so eine ganz seltene, da muss man die Augen so ganz weit aufmachen und wenn die das wandeln, werden denen ihre Pupillen so ganz schwarz. Und in der Parül-Sicht sehen die dann so, können die durch Klamotten durchsehen, sehen dann Waffen oder so, die versteckt sind. Metall. Ja, die sehen dann so Sachen. Und die, da gibt es zum Beispiel welche, die sind blind. Es gibt blinde Parül-Wandler. Die sind aber dann blind geworden, weil die Farbe so oft, weißt du, weil dadurch, dass die Pupillen so geweitet sind, ist es Sonnenlicht rein und dann sind die blind geworden. Die können aber noch in ihrem komischen Parylspektrum halt sehen. Sehen dann halt ganz komisch aus. Die haben dann riesige schwarze Linsen und sehen halt gefährlich aus dann. Von der Erzählperspektive her, das ist aber kein Ich-Erzähler praktisch. Also es ist schon dritte Person. Er macht das und sowas. Ja... Oder alles, wie heißt also das, alles ja, sehr? Schon, es ist so der Allsehende, glaube ich. Der geht halt immer auf einen ein. Die Kapitel sind immer aus der Sicht von einem bestimmten Charakter. Ansonsten, ach ja, wer Game of Thrones gelesen hat, also das Lied von Eis und Feuer, dem wird das bestimmt auch gefallen. Und das ist dieselbe Perspektive, so sage ich mal. Da gibt es ja auch die Jon-Kapitel, die Cersei, also da gibt es ja die ganz verschiedenen Kapitel so. Und die gibt es da halt auch. Also die sind halt durchnummeriert. Aber man erkennt ja dann, wer es ist. Und dann ist der Sprachstil natürlich auch immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, von wem es ausgeht. Ja. Das ist so der allsehende Erzähler, glaube ich, oder so. Genau, ja. Manchmal gibt es auch so Passagen, wo dann halt so aus der Ich-Perspektive, so Erinnerungen, die dann so vorkommen. Ja, im Prinzip ist so, ja, aus der Sicht vom Charakter, aber so... Und jetzt habe ich noch eine kurze Frage, die setzt sich eigentlich aus zwei Fragen zusammen, die man hätte am Anfang stellen können. Und zwar, ich meine, wie kaufe ich mir Bücher? Ich kaufe mir Bücher, indem ich mir das Cover angucke und eventuell hinten drauf das lese. Aber ich kaufe sehr viel
vom Sehen her. Da hinten steht auch ein Buch, das habe ich mir damals gekauft, als wir das erste Mal das Buch abholen wollten. Das Video machen wir euch mal hier oben rein. Habe ich mir nämlich ein Buch gekauft. Ich habe 2 Seiten gelesen seitdem. Genau. Genau, die erste Frage wäre, wie bist du da drauf gekommen und sind die Cover passend zu dem Inhalt, der sich darin befindet? Also die Cover sind in dem Fall sehr eigenartig. Die sind immer so ein schwarzer Typ, Ninja-mäßig. Also das Cover ist, die sind alle so jetzt, ich kann die jetzt nach und nach... Oh. Wobei das Einzige, was ich ableiten könnte, wäre, dass sie vielleicht Luxin meinen. Also gut, mit stimmt, die haben so einen Einfall hier von den verschiedenen Farben. Aber sie sehen halt schon eher standardmäßig. Ist das immer dasselbe? Ich weiß nicht. Blauäugige können angeblich am besten wandeln und der hat auf jeden Fall blaue Augen. Der hat auf jeden Fall immer dasselbe an. Ja, also es sind die verschiedenen Farben, aber es ist halt eigenartig, weil der hat immer das an, der hat irgendwelche Dolche und das ist komisch. Ich habe jetzt die anderen Bücher nicht gefunden. Ich habe von demselben Autor noch eine Buchreihe, die heißt Der Weg in die Schatten oder die Schattentrilogie. Da hat er auch wirklich nur 3 gemacht. Ich glaube, das erste Buch heißt Der Weg in die Schatten. Die Schattentrilogie steht irgendwo rum, aber nicht in unserem Bücherregal. Und da ist so ein Typ, der sieht ungefähr so aus. Der sieht so schwarz aus. Und ich glaube, das war ziemlich erfolgreich. Und haben die gedacht, ach, machen wir auch wieder so einen Assassinen-Typ drauf. Weil es wundert mich, entweder die haben denselben Typen immer wieder geholt oder die haben gedacht, oh, ist doch, wir machen 7 Bücher drauf, weil der hat nämlich immer diese Gürtel. Der sieht immer gleich aus, bloß in einer anderen Pose. Ja. Ich dachte erst, es wäre ein Schwarzgardist vielleicht, weil da gibt es die Schwarze Garde, das ist so eine Spezialeinheit. Die haben halt so schwarze, eng anliegende Outfits an, aber so richtig eng und praktisch sieht seins auch nicht aus durch diesen komischen Umhang, den er da hat. Der wird auch bei der Schwarzen Garde nicht beschrieben. Und die Schwarze Garde, die hat nicht diese Ninja-Masken, also viele haben gar nichts auf. Nur manche, die so einem bestimmten Glauben angehören, die haben so eine sogenannte Gotra auf. Die Gotra habe ich mir wie so ein Turban oder sowas vorgestellt. Turban? Ja, aber der hat ja so eine komplette Ninja-Turban auf. Also ich muss ehrlich sagen, mich hat das überhaupt nicht angesprochen, aber mir gefällt das auch mit diesen richtigen Menschen auf den Covern überhaupt gar nicht. Es war auch ein Zufall, wie ich da dran kam, weil ich hatte irgendein Buch fertig gelesen. Ich weiß nicht mehr, welches es war. Ich hatte irgendeine Buchreihe zu Ende gelesen und wollten was Neues lesen. Und dann habe ich so rumgegoogelt und derzeit habe ich gerade Assassin's Creed gespielt. Und dann habe ich auf einmal das mit dem Assassinen gefunden. Also die Schattentrilogie. Ich habe gehört, die soll so gut sein. Schattentrilogie von Brent Weeks. Und da habe ich so rumgeguckt und habe gedacht, ach, dann bestelle ich mir mal das erste Buch. Dann habe ich mir das erste Buch bestellt und ich glaube, es war bei Rebuy damals. Und dann kam aber das Schwarzes Prisma, habe ich dann bestellt. Scheinbar habe ich durch das Kaffeebild von dem, ich habe den Klappentext gelesen, da stand was vom Assassine und so. Und dann habe ich gesehen, oh ja, schwarzes Buch, Brent Weeks, sieht so aus wie ein Assassine. Hier, wo ist denn das erste? Kann ich mal ganz kurz hinten gucken, ob ich es vielleicht klar sehe? Ich glaube, es ist im Wohnzimmer so langsam. Ach. Genau, dann habe ich das hier gesehen, das erste. Und habe gedacht, ja, Assassine habe ich bestellt. Dann habe ich das ganze Buch gelesen und habe gedacht, da ist überhaupt kein Assassine. Was habe ich denn da gemacht? Und dann wollte ich mir das zweite Buch bestellen und habe gedacht, ja, vielleicht taucht er ja noch auf, der Assassine. Und das zweite Buch gab es einfach nicht. Und da habe ich mir statt dieser Assassinen-Trilogie, weil ich ja extra gegoogelt habe und gesucht habe, welche Fantasy-Reihe praktisch fertig ist, weil ich wollte nicht warten, bis wieder ein Buch rauskommt. Ich wollte gerne eine abgeschlossene Reihe lesen und dann hatte ich mir vermeintlich das Schattenbuch bestellt und habe aber aus Versehen das bestellt. Und jetzt war ich genau da, was ich nicht wollte. Ich hatte kein zweites Buch mehr. Das zweite war einfach nur da draußen. Und dann habe ich mir die Schattenreihe bestellt, hatte die 3 Bücher gelesen und ja, in der Zwischenzeit kam dann Neues raus. Soll ich mal den Klappentext vorlesen vom ersten hinten? Ja, wenn du willst. Gut, ich lese ihn vor, ich will lesen. Okay, gut. Sein Leben eine Lüge, seine Tage gezählt. Gavin Gile ist der hochgeehrte Lord Prisma. Allein seine magischen Fähigkeiten, seine Intelligenz und seine Überzeugungskraft bewahren den unsicheren Frieden im Reich. Doch Gavin bleiben nur noch 5 Jahre zu leben. 5 Jahre, um 5 unmögliche Ziele zu erreichen. Da erfährt er, dass er einen Sohn hat und dieser in großer Gefahr schwebt. Um den unschuldigen Jungen zu retten, muss Gavin sein dunkelstes Geheimnis offenbaren und damit das Reich zerreißen.
Ich kann Zeichensprache. Genau. Wie ihr vielleicht euch gedacht habt, von dem, den ich erzählt hatte, der am Anfang noch keine Macht hat praktisch, das ist der Sohn von Gavin. Und Gavin ist das Prisma da. Und das Prisma ist so, ja, wie so eine Art geistige Führer, so ein bisschen. Obwohl, der Papst? Der ist eher so bundespräsidentmäßig. Das ist kein Papst. Nee, der hat nicht so richtig was zu melden, ist aber doch, ja, ist schon der Papst, aber er hat eigentlich nichts so richtig zu melden, weil die Politiker da, die entscheiden halt. Hm. Aber der hat die Macht über alle Farben und muss die immer so ins Gleichgewicht bringen. Hm. Weil wenn eine Farbe irgendwie überhand nimmt, dann droht das Reich zerstört zu werden und das ist halt gefährlich. Und deshalb ist er immer unterwegs und ist so der Hero. Und also was ich aber sagen würde, ich würde mir einen Film davon angucken. Also einen Film würde ich auch total gern sehen. Macht das ordentlich. Das wäre echt cool. Ich glaube, man könnte schon ganz gut für Filme heutzutage auf jeden Fall. Laseraugen und so. Nee, die machen ja nichts aus den Augen, nur irgendwie sammelt sich das ja nur so da an, aber das kann man ganz leicht ja, Kontaktlinsen oder Special Effects. Und auch die Zauber, ich würde gern sehen, wie die kämpfen damit so, weil da wird halt viel gekämpft. Und wie bei Herr der Ringe. Nee, Avatar, Herr der Elemente. Ja, die schießen dann rum, die verwandeln sich in so, also macht sich wie so eine super Rüstung und durch dann drauf. Wie tof, so. Wenn es ihre Dings macht, ihre überall Dingsbums ja, dran, so, ihre also, Erde. Ich glaube, das würde echt cool aussehen oder auch eine Serie. Aber die müsste halt schon gut sein dann. Bei HBO? Serie ist immer mit den HBO, ja. Na gut, die haben... Wobei Special Effects, die machen gute Serien, aber die haben... Also Special Effects in den Serien ist ja echt nicht so. Oder? Ich weiß, mir fällt jetzt keiner ein, außer vielleicht Witcher, aber so richtig krass war es ja bei Witcher auch nicht. Ich meine, der hat halt auch nur Igni und so. Doch, bei Game of Thrones haben sie doch hier mit den Drachen und sowas. Also, ja, aber da verstehe ich es halt. Umständlich, dass mit den Drachen waren. Wir haben uns so das Panel angeguckt von dem und so oft hat man die Drachen nicht gesehen und in der Serie waren die einfach so, dann kam der, dann ist er abgeschossen worden. Das verstehe ich halt nicht. Weißt du, weil HBO gehört doch zu Warner und Warner hat so viel Geld, warum haben die dann Game of Thrones am Ende so kaputt gemacht? Weiß auch nicht. Ich glaube, da war es so, dadurch, dass das so lang gelaufen ist, mussten die halt wirklich viel Geld an die Schauspieler zahlen. Ach so. Und da wurde das Budget davon aufgefressen, glaube ich. Die müssen gleich so eine Klausel reinmachen. Das ist eine Serie mit guten Special Effects, wo du halt immer so Zauberdinge hast. Schwierig, glaube ich. The Dark Materials soll doch auch, das hat doch auch eigentlich, das war doch hier der Goldene Kompass, heißt das, glaube ich. Machen die da auch viel so Zeugs? Ich weiß nicht, wenn es hier läuft, dann wahrscheinlich auf Sky und Sky haben wir nicht. Ich dachte auf Prime ist das. Nö. Nicht? Das war, glaube ich, auch von HBO, weil die haben das so als Dings angekündigt, als Nachfolger für Game of Thrones. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es HBO war. Was haben die Amis noch? Stars oder so. Einer hat, glaube ich, Stars. Na gut, also heutzutage, während Corona, machen die ja eh alles auf hier Video on Demand, weil Disney hat ja auch Mulan einfach so rausgebracht. Ich meine, laufen wird es bestimmt gut als Serie. Ich weiß nicht, ob die... Ja gut, die Serien werden immer krasser mittlerweile. Mhm. Die übertreffen sich da auch schon auch, weil die sehen ja, die laufen ja dann auch lang und die Leute gucken es, wann sie Bock drauf haben und gucken es vielleicht auch... Vielleicht kommt der Hype erst 5 Jahre später oder so. Mhm. Kann ja auch passieren. Also eine Serie wäre wahrscheinlich noch besser... Wie bei den, ich denke, bei den meisten Büchern ist es so, dass eine Serie wahrscheinlich besser wäre, weil du hast halt unheimlich viel zu erzählen, was so drin ist. Hm. Es gibt einfach halt sehr viel her, sowas. Aber den Film würde ich mir auch gerne angucken. Oder halt mehrere Filme. Mehrere Filme. Man bräuchte halt jemanden, schon der, auf so einen Film irgendwie runterbrechen, der so eine Vision hat. Aber es müsste halt Peter so Jackson. Peter Jackson sein, der das so richtig krass in die Hand nimmt. Nicht so Mist wie Aragorn, also. Wobei, den Film gab es gar nicht. Film ist weg. Der ist wie der Dragon Ball und der Avatar-Film. Oh Gott, der Avatar-Film. Die werden einfach gelöscht. So. Das sind Sachen, die gibt's nicht. Verboten. Weil Aragorn sind richtig krasse Bücher und ich glaube, dadurch, dass die das so verkackt haben mit dem Film, wird es nie wieder eine anfassen. So. Was mich halt gewundert hat, bei Goldene Kompass, da gab es ja auch den Film und den fand ich halt voll gut, aber der lief halt anscheinend auch nicht. Ja. Also, das war das mit dem Bär und der Rüstung? Genau. Da hat Daniel Craig mitgespielt und... diese andere da, die bei Robbie Williams im Liebesvideo dabei war, diese Musikvideo da, glaube ich. Nicht Nicole Kidman. Keine Ahnung, wie die heißt. Ach, die da gesungen hat? Ja, ich weiß auch nicht genau. Ich glaube, das war die. Naja. Gut, aber hast du noch Fragen? Nee, du hast alle zwischendurch schon beantwortet. Wie lange hast du im Durchschnitt für ein Band gebraucht? Also im Durchschnitt, sage ich mal, vielleicht 2 Wochen oder so.
Aber mit Pausen, also du hast nicht jeden Tag gelesen, nee, oder? Nee, ich habe nicht jeden Tag gelesen. Ich habe immer mal abends so ein, zwei Stunden, manchmal habe ich auch 4 Stunden gelesen, so manchmal nachts. Ich bin halt auch nicht müde geworden, das ist immer ein Zeichen für ein gutes Buch. Gut, beim 6. schon. Aber beim 7. jetzt, wie ich das durchgelesen habe, da habe ich so um 10 manchmal angefangen, das eine Wochenende, und ja, dann war es irgendwann 4 Uhr nachts. Und dann habe ich gedacht, ja, so langsam könnte ich mal ins Bett gehen. Ja, ich habe dann immer gedacht, schläft er schon oder was? Ja, macht er? Aber ich war überhaupt nicht müde. Ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht, weil da war so viel, so man weiß, okay, es geht dem Ende zu. Was passiert mit dem? Was passiert mit dem? Das kann doch nicht wahr sein. Und, ah, ich weiß auch nicht. Es war wirklich mega spannend, wie die ganzen Teile davor auch. Also das war wirklich... Und da hat auch ein cooles Ende gehabt. Also ich war zufrieden am Ende. Manchmal ist man ja am Ende auch, findet man es dann kacke. Aber ich konnte mich sehr gut so abfinden mit dem Ende. Milli hat immer jemanden, der mit auf der Couch gelegen hat, mit ihm zusammen. Ja. So, Milli wartet schon, er möchte nämlich rausgehen. Ja, Milli möchte raus. Ich denke, es ist alles gesagt. Wir machen euch die Links natürlich unten rein. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr auch gerne schreiben. Wenn ihr Fragen habt, natürlich, schreibt es rein, fragt. Genau. Weil ich habe es jetzt gelesen. Das erste habe ich sogar mehrmals gelesen. Das erste und das zweite. Ich glaube, weil ich habe dann manchmal, kam dann echt, war ja 2 Jahre nix und dann kam wieder ein Buch raus und dann wusste ich auch nicht mehr so genau, weil ich zwischendurch dann auch andere Bücher immer gelesen habe oder halt irgendein Spiel gespielt habe, was dazwischen kam. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, jetzt im Juli kommt das neue Buch raus und dann habe ich im Januar angefangen und habe einfach nochmal vom ersten gelesen. Habe ich mir dann ein bisschen mehr Zeit gelassen, die habe ich dann gemütlich gelesen. Aber dadurch habe ich es erst echt dann 3-mal gelesen, weil ich es dann beim 5. nämlich nochmal gemacht habe. Und jetzt, beim letzten habe ich es nicht mehr gemacht, aber das letzte und das vorletzte kam auch sehr schnell dann raus. Kam nämlich, das eine kam, das 6. kam im August. Und stimmt, im November stimmt. Kam, und im November kam direkt Nummer 7. Stimmt. Also, das ist, ja, stimmt. Irgendwann will ich es eigentlich auch nochmal auf Englisch lesen. Weil mich würde mal interessieren, wie schreibt der Autor denn richtig? So, weil ich weiß ja eigentlich nur, wie die deutsche Übersetzung ist. Ich habe nämlich letztens gehört, dass einer hat mir erzählt, der war total enttäuscht vom Dan Brown, dass er irgendwie, der hat auch Illuminati, glaube ich, geschrieben und so. Stimmt, ja. Dass er Dan Brown auf Englisch gelesen hat und das hat dem irgendwie überhaupt nicht gefallen. Das wäre so einfach, so plump gewesen irgendwie. Ich habe es nur bei Aragorn. Der deutsche Übersetzer raus. Der bei Aragorn damals? Deutsche. Ja. Der seine Sprache voll ausreizen will. Ja, der Deutsche, der gibt dann nochmal voll alles rein. Aber ich glaube, bei dem ist es nicht so. Ich denke, der schreibt auch in Englisch gut. Da weiß der andere ja offensichtlich auch, weil der hat ja auch im Englischen ganz viele Leser. Also Dan Brown, die sind für Film worden, die Bücher und so. Vielleicht ist es nur der persönliche Stil. Oder es ist halt, wenn du mehrere Bücher auf Deutsch gelesen hast, übersetzte und liest dann ist es vielleicht komisch. Also bei Aragorn war das Einzige, wo ich es mal gemacht habe, da habe ich die ersten 3 in Deutsch gelesen und dann kam das 4. und letzte raus und es kam halt in Englisch raus, in Deutsch erst ein Jahr später oder so, und so lange wollte ich nicht mehr warten. Ich hatte schon sehr lange gewartet, dass es rauskam und ich wollte unbedingt lesen und da habe ich es in Englisch gelesen und es war auch sehr gut. Ich habe einen kleinen Moment gebraucht, bis es so reinkam, weil so manche Namen sind ein bisschen unterschiedlich. Ich weiß von Herr der Ringe zum Beispiel, Bilbo Beutlin, der heißt ja Bilbo Baggins. Baggins in a bag ist ja ein Beutel. Ja, also, stimmt. Und dann heißt er einfach Beutlin. Ich verstehe das dann zwar nicht so ganz, weil warum heißt er jetzt Beutel? Der hätte ihn doch Baggins lassen können. Ja, aber ich finde... Ein Beutlin. Ich weiß, das hört sich eben irgendwie so deutscher an. So ja, als ob's, also sein, die müssen das ja irgendwo auch an uns anpassen, denke ich mal. Ja, also bei Namen sehe ich es immer so ein bisschen skeptisch. Nur für mich ist der Bilbo auch ein Beutlin. Und die Sacke ein Beutlins. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, ob die dann die Backman Baggins sind oder so. Sackheim, weißt du? Die einfach 2-mal Back sind oder so, das finde ich raus. Ja, gut. Bist du durch? Möchtest du noch irgendwas? Ich bin durch, die Nicke hat euch das anschaulich gemacht, während ich vorgelesen habe. Willst du noch irgendwas sagen? Ich will noch sagen, dass du irgendwie voll groß bist heute. Ja, ich habe gelernt, dass die Helden in den Filmen immer extra groß dargestellt werden. Damit ihr auf uns aufguckt, also auf die Helden. Du musst auf mich aufgucken. Aufgucken? Ich habe auf sie aufgeguckt. Ja. Sonst guckt sie immer auf mich auf. Ja, wir haben das für die Bücher gemacht. Dann senden wir gleich nochmal. Ja, ich bin recht klein. Es kommt am Ende in die Outtakes, also bleibt dran. Bleibt dran, seid gespannt. Seid gespannt. Außerdem, bleibt gesund. Kreativ.
und verspielt. Tschüss. Tschüss. Er sieht eh nur die Füße, du brauchst nicht cool. Ach so, okay. Gut.